Nach vorne weiß, nach hinten rot, der Wind und weil die Technik mir sonst nicht nützt, war ich so sicher, wie ich kann und bin mit einem Händeschütz an meinem Fahrrad. Ich alles dran, damit so leicht nichts passieren kann, wenn ich mich auf meinen Sattel schwing. Ich so ein Fahrrad, ein starkes Ding. Bravo! Daumen hoch, das Mountainbike hat Papa Christian, damit kann er zur Arbeit fahren. Mama Tanja hat ein Hollandrad, damit fährt sie Ja, liebe Kinder, nachdem ihr so schönes Lied gesungen habt, so schönes Fingerspiel vorgeführt habt, sage ich jetzt auch nur ein paar Worte, weil der offizielle Teil wollen wir ja drüben in Eberstal machen. Wir wussten nicht, wie das Wetter wird und deshalb haben wir uns entschieden, die Ansprache und die Grußworte, dass wir die in Eberstal machen. Am Montagabend hatten wir Veranstaltung, da war der Chef vom Deutschen Wetterdienst in Ingelfingen und der hat dann erzählt von der Erderwärmung, vom Klimawandel und so weiter. War hochinteressante interessante Vortrag, aber ich habe zum Schluss gesagt, alles toll, alles super. Aber was mich eigentlich interessiert, wie wird am Freitagswetter, wenn wir am Freitag in Ebers, zwischen Dörrenzimmer und Eberstal unseren Radweg einweihen wollen. Dann hat er gesagt, oh, jetzt gehe ich einen Schritt zurück. Ich habe mich natürlich vorbereitet, wie so die Wetterprognose die nächsten Tage hier im Hohenloischen Ingelfingen sind. Und er kann mir versichern, also es wird nicht gut werden. Also am Mittwoch wird schön, am Donnerstag auch noch ein bisschen, am Freitag wird es dann richtig schlecht und regnet. Das ist die Prognose. Und da habe ich gesagt, okay, das habe ich eigentlich jetzt nicht hören wollen. Und dann hat er aber nachher irgendwann später noch gesagt, so die Wettervorhersage, die Trefferquote liegt bei ungefähr 56%, dass sie recht haben. Da habe ich gesagt, das beruhigt mich jetzt wieder auf den Freitag. Da liegen sie dann bei 44%, dass sie falsch liegen. Und Gott sei Dank hat es Wetter mitgemacht. Gestern war ich noch immer so sicher, weil die Prognose war wirklich schlechter. Aber das ist einfach so. Bei uns sind immer für schöne Wetter die Gäste verantwortlich und das haben sie mal wieder richtig gut gemacht. Der schlechte ist bei Ihnen deswegen immer der Bürgermeister verantwortlich. Da bin ich froh, dass ich jetzt mal wieder versagt habe, was das Wetter betrifft. Gut, ich möchte jetzt auch gar nicht mehr so viel reden. Wir wollen jetzt gemeinsam das Band durchschneiden und wir haben ja auch prominente Gäste unter uns, die jetzt mal richtig was schaffen dürfen am Freitagmittag noch, bevor wir es ins Wochenende machen. Und zwar das Band mit uns gemeinsam durchzuschneiden. Also ich freue mich natürlich, dass die Landtagsabgeordneten, der Herr Arnold von Eib und der Herr Baron, heute mit dem Fahrrädchen gekommen sind. Gell? Da haben sie sich nicht nehmen lassen. Und da freue ich mich auch ganz besonders, dass der Herr Landrat Dr. Leth ebenfalls mit Fahrrädchen gekommen ist. Aber nicht von Künstlern hergetauscht. Also wir haben es gesehen, da vorne ist Busse hergefahren und Landrat sagt, dass er uns da. Wie mein Fahrrad hergekommen ist, der schwätzt mir einfach nicht. Gut, also dann dürfte ich Sie wieder mit nach vorne kommen. Wir haben nur ein kleines Problem, wir haben keinen Ständer. Der wird sein Geld, das Beste. Nächste Mal investieren Sie halt ein bisschen mehr Erfahrung, dann haben Sie das Fahrrad immer Ständer. Gut, und noch eins, also eine ganz große Bitte habe ich an alle Fahrradfahrer.
nachher wird auf meinem T-Shirt hinten zu lesen sein, überholen, verboten, behalten. Das ist das Erste. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, wo ich wirklich ganz arg darauf hinweisen möchte. Bitte überfahren Sie mir keine Eidechse auf den Weg. Das war ein großes Problem für den Wegbau. Bitte überfahren Sie keine Eidechse. Gut. So. Die Fotografen. Gut. Seid ihr soweit? Alle? Ja. Okay, also. Eins, zwei, drei. Wie viele Stück? Zack. Ja, jetzt geht's los. Jetzt wollen alle.